Hey Vogue, ich bin Nena Mantler und ich zeige euch heute, was ich so in meiner Tasche rumtrage. Ich bin keine Handtaschen-Lady. Ich mag es lockerer, ich mag die Bauchtasche, weil die total chillig ist. Aber ich habe auch voll oft die ganzen Sachen einfach nur in meiner Hosentasche. Aber muss mich gerade einfach angewöhnen, auch eine Tasche zu benutzen, weil ich so viel verliere, die ganze Zeit. Ich glaube, ich besitze nicht eine Handtasche. Ich habe die alle meinen Schwestern verschenkt. Ich habe auf jeden Fall meine Lieblingsmarken. Supreme ist eine davon. In Deutschland haben wir ja in Berlin einen Store. Ich gehe da so gern hin. Und auch die, die da arbeiten, die sind einfach cool. Die sind so cool, die haben so einen coolen Vibe. Deswegen, ich kaufe das auch, weil ich dann denke, dass ich dann auch cool bin. Das klappt noch nicht so, aber irgendwann. Ich habe eine ganz wichtige Creme gegen meine Entzündung an meiner Nase. Ich habe mir ein Nasenpiercing gestochen und ich habe so ein riesen fettes Ding daneben, weil es entzündet ist. Und ich musste auch schon Leuten erklären, dass es keine Warze ist neben meiner Nase. Und es ist so schlimm. Gestern, das ist meine Zahnpasta, okay? Und das ist meine Creme. Gestern war ich so müde, weil ich noch so im Chatdeck war. Und ich war so, was schmeckt da so komisch? Und dann habe ich einfach diese scheiß Creme für meine Zähne benutzt. Apropos Zahnpasta. Ich habe nämlich meine Notfallzahnbürste hier drin. Hier, das ist meine Notfallzahnbürste. Habe ich immer dabei, weil ich meine sonst immer vergesse. So, gehen wir in mein mittleres Fach. Ganz wichtig, Kaugummis. Ich bin so Kaugummisuchtig, ich brauche das voll. Auch wenn ich nervös bin, brauche ich immer irgendwie was zum Kauen. Und natürlich gegen Mundgeruch. Dann habe ich ja auch noch ganz wichtig, Deo. Ich kann nicht ohne, ich muss jeden Tag Deo benutzen. Mich triggert es richtig, wenn ich das vergesse. Und das ist auch mein absolutes Lieblingsdeo. Ich hatte noch nie so ein gutes. Und ich finde, es riecht total toll. Das Einzige, was mich triggert, ist zu stinken. Wenn es andere tun, ist mir das voll egal. Aber deswegen ich auch Kaugummi, Parfüm, Deo, ohne. Boah, das nervt mich dann richtig, weil ich habe dann so Angst, dass die Leute sich denken, so Lena stinkt oder so. Da hat voll Mundgeruch. Parfüm auch immer. Ich finde die Personen, die an mir vorbeilaufen und nach Parfüm riechen und so eine Duftwolke haben, ich finde es toll. Ich mache es mit Absicht. Ich habe mir auch mal, da habe ich einen Typen auf einen Kaffee getroffen. Und richtig dumm, wie alt war ich da? 15 oder 14? Ich hatte Angst, dass ich Mundgeruch habe. Ich habe mir einfach Parfüm in den Mund gesprüht. Dann habe ich noch eine ziemlich coole Erinnerung. Das war in New York, da war ich mit zwei Freunden und wir haben uns so Stand-Up-Comedy angeguckt. Und mein einziger Wunsch war eigentlich nur, dass wir nicht in der ersten Reihe sitzen. Weil ich hatte so Angst, dass wir angesprochen werden. Aber ich bin so stolz auf mich, weil wir saßen natürlich in der ersten Reihe. Wir wurden direkt am Anfang auch noch angesprochen. Und wir wurden halt so ein bisschen gefragt, woher wir kommen, wer wir sind. Und die zwei sind halt Geschwister. Und dann war halt die Frage, ja, und wer ich bin, was ich da eigentlich mache. Und ob ich einen Crush auf den Bruder habe. Und ich dachte dann halt, ich bin sehr lustig. Und habe halt gesagt, nee, aber auf die Schwester. Und dann hatte ich aber so Schiss, weil das so ein Meme-Potenzial hatte, dass sie das gefilmt haben und posten und sowas geht viral. Weil das wäre halt, ja, das wäre halt so ein bisschen mein Outing gewesen. Und haben sie nicht gemacht. Im Nachhinein wäre es eigentlich lustig gewesen, weil ich habe das so selbstbewusst gesagt. Ich war so stolz auf mich. Und die Leute haben sogar gelacht. Das ist bei mir selten, wenn ich einen Witz reiße. Deswegen. Das war ein toller Moment, jetzt kommen wir nach Hause, hänge ich mir ins Zimmer. Weil für mich persönlich war es halt, dass ich mir ganz lang gar nicht sicher war und ich irgendwie in so einen Hype reingeraten bin, wo jeder auf einmal meine Sexualität wissen wollte und ich schon ein bisschen so war, warum interessiert es jeden? Ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß noch, als so ein Video viral ging, waren so die ganzen Kommentare, steht Lena Frauen, ist Lena gay und alles so. Und ich war richtig so durch die kurzen Haare natürlich und mein lockerer Style. Aber ich war schon so, ich habe all meine Oversize-Klamotten verkaufen wollen. Ich wollte keine Mützen mehr tragen. Ich habe angefangen, Kleider zu tragen, weil es mich so überfordert hat. Auch, dass es Lieder gibt. So, es gibt einen Livestream und es gibt so eine Künstlerin, die steht auch voll dafür. Und ich wusste das halt nicht. Ich hatte so eine Playlist an. Und ich rede und rede und ich höre so das Lied und du siehst in meinem Blick richtig, ich bin so voll in Panik, bin so skip, skip, skip. Und dann ging das Video halt total viral und jeder so Lenas Outing, Lenas Outing. Ich war so, scheiße, ich muss wirklich auch darauf achten, was ich höre auf einmal, was ich trage, welchen Leuten ich folge, weil jeder durchstockt und irgendwie halt geguckt hat nach einem Beweis. Auch wenn ich mit Freunden, das werde ich nie vergessen, mit Freunden Kaffee trinken, wo es hieß, Lena hat eine Freundin. Nur noch Kommentare, steht Lena auf Frauen, steht Lena auf Frauen. Natürlich hätte ich antworten können, aber ich wusste es ja selber nicht. Und jetzt, wo ich selber so ein bisschen weiß, wo ich stehe,
kann ich offener darüber reden, aber auch nur, weil ich weiß, wie ich darüber stehe. Aber ich werde da auch nicht ein Riesending draus machen. Also, wie gesagt, entweder es kommt mal ein Verlobungsbild, wie Lisa das gemacht hat, mit einem Typen oder mit einer weiblichen Hand. You never know. Dann habe ich natürlich mein Handy am Start. Ich kann euch so einer meiner Lieblingssongs zeigen. Das Lied heißt Ain't It Fun. Und ich finde es so geil, weil das ist so, das motiviert einen richtig. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, dann ist das eigentlich so das erste Lied, was ich anmache. Und dann habe ich wieder so richtig Spaß und ich merke so, ja, Leben ist geil. Dann habe ich meinen Notfallrasierer. Das ist wie bei dem Shooting heute. Dann kann ich so alles abchecken. So, also wenn du Achselhaare magst, voll cool. Ich stehe nicht so drauf, ich habe meine gern weg. Das ist ein Wunder, dass ich jetzt eine Tasche besitze. Ich habe die ganzen Dinger immer in meinen Hosentaschen. Wie oft mir schon ein Parfüm rausgetroppt ist. Und ich war einmal am Flughafen. Ich war am Schalter und habe vergessen, so, ich bin so durchgelaufen und er so, ah, du hast noch was in der Hosentasche. Und weißt du, und dann holst du so einen Rasierer raus und bist selber so, du kannst es nicht wirklich erklären, so ultra peinlich. Ab und zu gebe ich mir auch Mühe und tusche ein bisschen meine Wimpern. Ich bin nicht so pro, was Schminken angeht. Ich wäre es gerne. Ich habe schon jedes Tutorial angeguckt. Ich krieg's einfach nicht hin. Aber so Mascara benutze ich schon manchmal gern. Manchmal benutze ich ein bisschen Highlighter. Ich weiß nicht, ob ich es richtig benutze und ob man wirklich was sieht, aber fürs Gefühl fühle ich mich dann ganz cool. Oder so Contouring. Und ich mache mir immer so hell hier. Ich rede wie jemand, wo sich noch nie geschminkt hat. Aber da merkt man, ich check's einfach nicht. Und ich will das aber voll gern lernen. Das steht auf meiner To-Do-Liste. Weil ich habe schon, also ich bin ehrlich, ich habe schon manchmal Momente, wo ich mir denke, Mann, ich glaube, es wäre schon cool, wenn ich es so manchmal könnte. Aber ja, ist halt nicht so meine Gabe, ne? Aber die Mascara, das kann ich. Meine Wimpern schwingen, kriege ich ohne Bürste hin. Und ich mache das richtig gut. Ganz wichtig, meine Autoschlüssel und meine Wohnungsschlüssel. Ich habe den Schlüssel bestimmt schon 5-mal oder so irgendwo liegen lassen. Aber ich bin froh, dass ich ihn immer noch am Start habe. Aber den habe ich immer mit mir dabei, bei jeder Reise. Als nächstes habe ich eine Taxirechnung. Die geht übrigens auf Vogue's Nacken von gestern. Also ich bin von dem Flughafen in München bis zu meinem Hotel gefahren. Aber es war eine teure Fahrt. 120 Euro. Danke für die Einladung, Vogue. Dann als nächstes mein Reisepass. Ich war nämlich erst in Amerika und es war auch total verrückt, weil ich war eine Woche da. Ich habe mir ein Tattoo gestochen. Ich war Fallschirmspringen in Las Vegas. Ihr seid jetzt die Ersten tatsächlich, die mein Tattoo sehen, weil ich habe es noch keinem so wirklich gezeigt. Aber ich habe so ein ganz kleines, das ist einfach eine 23. Ist wahrscheinlich total kitschig, aber ich glaube schon, dass dieses Jahr gerade so für mich selber, dass ich an einem ganz anderen Punkt bin. Ich drehe mich nicht mehr so im Kreis. Ich habe mich, seitdem ich 13 bin, so in so einem Loch verloren. Was will ich eigentlich? Was kann ich? Wer bin ich? So, und ich glaube, das ist normal und ich habe mich natürlich immer noch nicht gefunden. Aber dann natürlich auch groß zu werden in der Öffentlichkeit, jeder guckt dir zu. Irgendwie, ja, hat das alles ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Und dann auch so erster Herzschmerz, so alles auf einmal. Und jetzt bin ich 20 und jetzt bin ich da draußen und fall hoffentlich nicht wieder rein. Meine Kamera. Ich habe so seit letztes Jahr irgendwie meine Liebe zum Fotografieren gefunden, weil ich es total interessant finde, auch hinter der Kamera zu stehen. Und ich damit schon echt coole Bilder machen durfte, weil natürlich habe ich das Privileg, ich darf Leute treffen, die man vielleicht sonst nicht treffen würde. Man kommt mal in Situationen, die man fotografieren kann, wo ich euch mitnehmen kann. Ich hatte am Anfang voll Angst, weil natürlich Leute auch so eine Erwartungshaltung haben und ich selber bei mir auch. Ich war auch der größte Kritiker eigentlich. Wahrscheinlich hat es keiner gedacht, weil es keinen juckt. Aber ich war so, Mann, ich will mich nicht blamieren. Ich glaube, das durfte ich auch ein bisschen lernen, so zuzugeben, dass man eben nicht direkt am Start sein kann bei irgendwas. Ist ja normal, ist ja menschlich. Ich liebe Skate-Fotografie, das reizt mich richtig. Einfach, weil ich selber auch skate und weil ich es cool finde. Und es macht Spaß, weil beim Skaten, du musst richtig auf den Moment warten. Und das mache ich noch in Schwarz-Weiß und dann hittet es ganz anders. Dann Thema Fotografie habe ich Speicherkarten auch noch immer dabei, weil es mir voll auf... Oh mein Gott! Und ich habe ganz viele Taxirechnungen, die ich hätte abgeben sollen. Das ist das, was ich meine. Ich habe die zwar, aber ich vergesse die immer. Oh nein! Naja, auf jeden Fall habe ich da eigentlich Speicherkarten drin. Das war auch mal ein Geldbeutel
Mittlerweile ist es mein Speicherkartenmäppchen und was es als nächstes ist, sehen wir dann beim zweiten What's in my bag Video. Ich habe noch so einen kleinen Glücksbringer von meinem Opa. Das ist so eine Münze und ich habe die bewusst nicht dabei, weil ich weiß, dass ich sie verlieren würde. Und ich habe die mal bekommen und dann habe ich so gemerkt, so, ah, da ist ja gar keine Zahl drauf, also so zweimal Kopf. Damit kann ich gute Wetten abschließen, Kopf oder Zahl. Nee, aber auf jeden Fall habe ich die mir aufgehoben und irgendwie ist es so eine besondere Erinnerung, weil mein Opa lebt nicht mehr. Und die habe ich bei mir zu Hause und ich weiß, dass ich die mir selbst auch voll gern tätowieren mag, also so beide Seiten, weil ich die so toll finde. Okay, das war's auf jeden Fall von mir. Jetzt habt ihr ein paar Insider. Wenn ihr noch mehr so Videos sehen wollt, checkt sie aus. Ich hoffe, euch hat's gefallen.